Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die vergangenen beiden Jahre waren für uns alle, waren für unser Land und unsere Bürgerinnen und Bürger eine große Herausforderung. Hunderttausende Menschen aus vielen Teilen der Erde haben in unserem Land Schutz und Zuflucht gesucht. Und für uns als Union ist klar, als reiches Land und als christliches Land wollen und werden wir Menschen in Not helfen. Aber ebenso klar ist für uns, dass wir die Not der Welt nicht allein mit den Mitteln des deutschen Asylrechts werden beheben können. Und deshalb sagen das Grundgesetz und unsere Gesetze ganz bewusst nicht, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt ein Recht darauf hat, in Deutschland zu leben. Unser Asylrecht schert eben gerade nicht alle Menschen über einen Kamm, sondern enthält ausdifferenzierte Regelungen und nimmt den Einzelfall, nimmt den einzelnen Menschen und seine individuelle Situation in den Blick. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird deswegen nicht nach Schema F entschieden, sondern mit Dolmetschern und Gutachtern großer Aufwand betrieben, um in einem rechtsstaatlichen Verfahren für jeden einzelnen Antrag eine gerechte Entscheidung treffen zu können. Und weil es sich dabei oft um schwierige Abwägungsfragen handelt und die Entscheidung für den Einzelnen eine enorme Tragweite hat, ist es für uns als Rechtsstaat auch eine Selbstverständlichkeit, dass man diese Entscheidung auch vor Gericht überprüfen lassen kann. Jeder Flüchtling hat das Recht, vor das Verwaltungsgericht zu ziehen, gegen dessen Entscheidung Rechtsmittel einzulegen und schließlich sogar eine Verfassungsbeschwerde zu erheben. Das ist ein Maß an Rechtsschutz, wie es auf der ganzen Welt seinesgleichen sucht. Wenn aber dann am Ende eine rechtskräftige Entscheidung steht, dann gilt diese Entscheidung auch, und zwar auch dann, wenn sie irgendwelchen linken Aktivisten nicht gefällt. Und natürlich ist es richtig, dass man den ausreisepflichtigen Menschen Perspektiven in ihrer Heimat aufzeigt und finanzielle Starthilfe anbietet. Aber wenn jemand trotz alledem nicht freiwillig zur Ausreise bereit ist, dann muss unser Staat die Ausreisepflicht durchsetzen. Nur so erhalten wir das Vertrauen in unseren Rechtsstaat und die gesellschaftliche Akzeptanz unseres Asylrechts aufrecht. Deshalb ist der vorliegende Gesetzentwurf ein weiterer kluger Baustein in einer vernünftigen Flüchtlingspolitik. Denn wenn wir die Zahlen ansehen, mit gegenwärtig über 200.000 Ausreisepflichtigen in unserem Land, dann besteht Handlungsbedarf. Wenn wir etwa sehen, dass manch ein Geduldeter seine Rückführung gezielt hintertreibt, indem er falsche Angaben zu seiner Person oder zu seiner Staatsangehörigkeit gemacht hat oder bei der Ausräumung von Ausreisehindernissen nicht mitwirkt, dann müssen wir hier ansetzen und für diese Menschen den Aufenthalt räumlich einschränken. Wer unsere Hilfe will, von dem können und dürfen wir auch Ehrlichkeit und Mitwirkung erwarten. Und das müssen wir als Gesellschaft auch einfordern. Dies bedeutet auch, dass ein Flüchtling eben nicht nur mit den Schultern zuckt und sagt, er habe seinen Ausweis verloren, sondern es bedeutet auch, dass er den Behörden die Möglichkeit gibt, seine Angaben zu überprüfen. Deshalb ist es in Zeiten der mobilen Kommunikation sinnvoll und erforderlich, dass die Daten auf Smartphones und anderen mobilen Datenträgern überprüft werden. Denn daraus können sich Hinweise ergeben, woher jemand tatsächlich kommt. Und wenn deshalb der vorliegende Gesetzentwurf eine entsprechende Mitwirkungspflicht der Asylbewerber vorsieht, dann ist das folgerichtig und dann unterstützen wir das auch. Und wenn die zuständigen Behörden die Erfahrung machen, dass sich manche Ausreisepflichtige ihrer Rückführung entziehen, dann ist es genau der richtige Ansatz, die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams zu verlängern, sodass wir dieser Leute dann habhaft sind, wenn der Flieger abhebt. Denn eines ist ganz klar, auch wenn wir besser geworden sind, werden wir in dem bisherigen Tempo nicht vorankommen. Es ist eine gemeinsame Kraftanstrengung notwendig von Bund und Ländern. Und während die rot-grüne Landesregierung in Schleswig-Holstein sich aus der Verantwortung stiehlt und mit pauschalen Abschiebestopps populistische Wahlkampfmanöver fährt, verbessert der Bund mit dem Gesetzentwurf die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Länder. Und das ist richtig so. Und bei all dem ist eines, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, auch klar: Wer nach Deutschland unter dem Deckmantel des Asylrechts kommt, um hier unsere innere Sicherheit zu gefährden, und wer damit die große Mehrheit der friedlichen Flüchtlinge in Misskredit bringt, dem zeigen wir klar die rote Karte. Wir sind ein offenes und ein hilfsbereites Land, aber wir sind auch ein starker Staat, der die Sicherheit seiner Bürger zu schützen hat.
Genau aus diesem Grund erweitern wir etwa die Möglichkeit der Abschiebehaft für Gefährder, für Menschen, von denen eine große Gefahr für Leib und Leben unserer Bürgerinnen und Bürger ausgeht. Solche Menschen wollen wir nicht in unserem Land, und bis zu ihrer Abschiebung gehören diese Leute nicht auf die Straßen unserer Städte, sondern hinter Gitter. Und für die Fälle, in denen es für einen Haftbefehl nicht reicht, schaffen wir die Möglichkeit der elektronischen Fußfessel, damit unsere Behörden wissen, wo sich diese Gefährder aufhalten, und damit die Gefährder wissen, dass wir sie im Blick haben. Damit schützen wir unsere Bevölkerung, damit gewährleisten wir die Rückführung, und damit senden wir ein ganz klares Signal, dass wir einen Missbrauch unserer Freiheit nicht dulden werden. Dieses Signal wollen wir heute mit diesem Gesetzentwurf setzen, und ebenso erwarten wir von den Ländern, dass sie das ihre tun und Recht und Gesetz umsetzen. Wir als Union sind entschlossen, die vor uns liegenden Herausforderungen besonnen, vor allem aber auch konsequent anzugehen. Und ich lade Sie deshalb herzlich ein, das Gesetz zügig auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Damit ist die Aussprache beendet. Zwischen den Fraktionen wurde vereinbart,